Die ganze Welt blickt auf Amerika, denn der Kampf ums Weiße Haus steht kurz vor der Entscheidung. Und die Frage, wer in Zukunft die Supermacht USA regiert, hat Folgen für viele Teile der Erde. Auch für Deutschland steht viel auf dem Spiel. Zum Beispiel, ob die USA auch in Zukunft noch ein verlässlicher Handelspartner und militärischer Verbündeter sind. Damit herzlich willkommen zum Weltblick auf Amerika vom Dach des Welt-TV-Studios in Washington. Mehr als 75 Millionen Amerikaner haben ihre Stimme bereits abgegeben, etwa per Briefwahl. Doch wer das Weiße Haus erobert, ist weiterhin völlig offen. In den letzten Umfragen liefern sich Donald Trump und Kamala Harris immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf war im hart umkämpften Battleground State Georgia und in Donald Trumps Wahlheimat Florida unterwegs, um die Stimmung der Amerikaner bei dieser zukunftsweisenden Wahl zu erspüren. Sie sehen es als Heimspiel für sich und Donald Trump. Seine Unterstützer sind präsenter, lauter und wohl auch zahlenmäßig den Demokraten hier im Landkreis West Palm in Florida überlegen. An dieser Kreuzung ist es eine Mischung aus Wahlkampf und vorgezogener Siegesfeier. Wir zeigen den Leuten, dass es in Ordnung ist, für Trump zu sein. Habt keine Angst, es ist unser Land und wir werden es zurückerobern. Uns gehört dieses Land und dafür wird Trump einstehen. Der 78-Jährige zieht für seine Wahlparty um. Von seinem Beachresort Mar-a-Lago, wo seine treuesten Fans auf einem Parkplatz campen, ausharren, posieren, in dieses Kongresszentrum. Es ist schlichtweg bigger, größer. Von Florida in den Battleground State Georgia. Auch dort die Republikaner tonangebend in allen Belangen. Wir treffen Kriegsveteranen. Wählen verstehen sie als militärische Pflicht. 60% aller Ex-Soldaten wollen Trump ihre Stimme geben. So auch Greg Hill, 68, ein ehemaliger Marineoffizier. Er ist tough. Putin respektiert ihn, denn Trump tut, was er sagt. Anders als die Linken, die einfach nicht seine Intelligenz haben. Zwischenstopp bei einer Luftfahrtshow in Atlanta, wo es um Power, um Schnelligkeit, um Leistungsfähigkeit geht. Wo Maschinen fliegen, mehr als 1600 Stundenkilometer schnell. Und wo das Publikum größtenteils aus Männern besteht. Kamala Harris, sagen die meisten, sei zu schwach, um eine Nation zu führen. Sie hat noch niemals etwas getan, was mir Stärke beweisen würde oder zeigen würde, dass sie für die USA und den Weltfrieden einsteht. Wir brauchen jemanden, der keine Angst davor hat, andere zu verletzen. Und Harris, die habe nicht das Zeug dazu. Klare Töne, auch beim Oktoberfest in der Ortschaft Helen, 80 Kilometer nördlich von Atlanta. Hier hören wir, die Deutschen, bekanntlich eher auf Anti-Trump-Kurs, sollten sich mal bitte schön aus amerikanischen Belangen heraushalten. Das ist unser Bier, heißt es. Ich finde, andere Regierungen, auch die deutsche, sollten mal schön ruhig sein. Wir wissen, was wir tun. Wir sind ja keine Idioten. Doch vielleicht täuscht die Optik, das Augenscheinliche, das Hörbare. Was, wenn die Mehrheit einfach nicht so laut daherkommt wie die Republikaner? In und vor den Wahllokalen in Georgia hören wir immer wieder den Namen Harris, nicht Trump. Ich habe gerade Kamala Harris meine Stimme gegeben, flüstert sie fast. Sie könnte Geschichte schreiben. Aber ich habe sie gewählt, weil ich toll finde, wofür sie steht. Zurück nach Florida. Was die einen können, versuchen die anderen auch. Demokraten haben an dieser Kreuzung in West Palm Stellung bezogen. Es gibt Schmähungen für Donald Trump und Kamala-T-Shirts für die Autofahrer. Man darf sich nicht täuschen lassen. Ich war in Georgia unterwegs, hier in Florida. Und natürlich sind die Trump-Unterstützer emotionaler, vielleicht auch krawalliger. Aber die Demokraten wie hier stehen extrem geschlossen hinter Kamala Harris. Und die Begeisterung für die Demokratin, die ist mindestens genauso groß wie für den Republikaner. Zur Schau getragenes Selbstbewusstsein auf der einen, zurückhaltenderer Optimismus auf der anderen Seite und Siegeswillen auf beiden Seiten. Vertiefen wir das und schalten nach Florida zu Steffen Schwarzkopf in Mar-a-Lago, wo Donald Trump die Weihnacht verbringen wird. Steffen, Trump kann nur gewinnen, hören wir von seinem Wahlkampfteam immer wieder. Hier in Washington hat sein Team sogar schon die Hotelzimmer für den Tag der Amtsübergabe gebucht. Ist diese Siegesgewissheit echt oder ist es eher Wahlkampftaktik?
Also zunächst einmal über die Unterstützer, über die Fans von Donald Trump, über die müssen wir gar nicht sprechen, die sind absolut euphorisiert. Aber auch von seinem Wahlkampfteam heißt es, wir sind komplett on track in allen 7 Battleground-Staaten. Da liegen wir vorne, Donald Trump wird auf jeden Fall gewinnen. Jetzt eine interessante, vielleicht persönliche Begebenheit. Gestern Abend, kurz nach 22 Uhr, klingelt bei mir das Telefon. Wer ist dran? Ein ehemaliger Wahlkampfmanager von Donald Trump, der darum bittet, dass sein Name nicht genannt wird. Er unterstützt Donald Trump, er hat für Donald Trump gestimmt und er sagt, Kamala Harris wird gewinnen und zwar deutlich. 53% zu 47%, das ist seine Einschätzung für Kamala Harris. Warum, sagt er? Er ist mit den Trump-Anhängern, er ist mit dem Trump-Wahlkampfteam und anderen in Pennsylvania in Kontakt, in Michigan, Wisconsin. Er sagt, er geht davon aus, dass all diese 3 Staaten an Kamala Harris gehen werden. Trump sei in letzter Zeit fast zu sehr von dem abgewichen, was das Wahlkampfteam ihm vorgegeben hat, gerade in den Wahlkampfveranstaltungen. Und dann hat er eines gesagt, was interessant ist. Er sagt, Kamala Harris und das Team Harris sind wie eine Dampflok. Ein perfekter Wahlkampf in den vergangenen 3 Wochen. Vor 3 Wochen hätte er gesagt, Harris verliert, Trump gewinnt. Inzwischen ist er überzeugt, dass Trump verlieren wird. Wohlgemerkt, das ist ein Ex-Wahlkampfmanager, aber es ist eine bemerkenswerte Einschätzung. Steffen, wir hören immer wieder die Befürchtung, dass es nach der Wahl zu Gewaltausbrüchen kommen könnte. Du hast ja mit beiden Lagern jetzt gesprochen. Wie berechtigt ist diese Sorge nach deiner Wahrnehmung? Also diese Sorge, die ist auf jeden Fall ganz klar präsent. Was funktioniert hat, ist die Botschaft von Donald Trump. Wenn ich verliere, dann nur, weil betrogen wurde. Und das ist hier in die Gehirne quasi der Menschen eingesickert. Eine Frau, eine Trump-Anhängerin hat zu mir gesagt, sie weiß, dass beispielsweise vor Wahllokalen noch Empfehlungen in die Briefumschläge bei den Wählern getan werden. Ich habe sie gefragt, woher weiß sie das denn? Und sie sagt, naja, das habe ich von einer Bekannten erfahren. Und so funktioniert das Ganze. Also da, glaube ich, ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial drin. Dann kommt Mike Flynn zum Beispiel dazu, der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Donald Trump. Der hat gesagt, wir haben 270.000 Wahlbeobachter. Ich rufe euch alle auf. Geht dann auch zu den Stellen, wo die Stimmen gezählt werden. Habt da ein genaues Auge drauf. Und wenn es sein muss, dann müsst ihr auch dazwischen gehen. Also das ist quasi ein Aufruf zur Gewalt. Hier in Florida allein wissen wir von mehreren Vorfällen im Wahlkampf, wo die Fäuste geflogen sind. Einmal wurde eine Waffe gezogen, Polizeieinsätze, Festnahmen hat es da gegeben. Also insofern, glaube ich, fürchte ich fast, da muss man sich auf einiges gefasst machen. In 2 Bundesstaaten die Nationalgarde, die da aktiv ist, Polizei, die in Alarmbereitschaft ist, Absperrungen, Sicherheitsmaßnahmen. Also ich glaube und fürchte, da kommt einiges auf Amerika zu. Danke, Steffen, für deine Einschätzung aus Mar-a-Lago. Und das Ergebnis dieses Wahlkrimis ist tatsächlich noch völlig offen. Nur eins steht jetzt schon fest. Dieser Wahlkampf wird in die Geschichtsbücher eingehen. Als der teuerste, spannendste, schmutzigste und dramatischste Wahlkampf aller Zeiten. Mehr als 10 Milliarden Dollar haben Harris und Trump für Wahlwerbung ausgegeben. Und sie haben sich auf der größten politischen Bühne der Welt eine rhetorische Schlammschlacht geliefert. Für Donald Trump ging es nicht nur politisch, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes ums Überleben. Marco Reinke. Ein Moment, ein Bild, der das Potenzial hatte, den Wahlkampf fundamental zu ändern. Auf Donald Trump wird Mitte Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania geschossen. Zu dieser Zeit liegen die Republikaner noch knapp vor den Demokraten. Trump erkennt den Moment, nutzt ihn öffentlichkeitswirksam. Dieses Bild hat den Wahlkampf mit Sicherheit geprägt. Man hört aber auch in jeder Trump-Veranstaltung, dass das der Moment war, wo Gott quasi seine schützende Hand über ihn gelegt hat und eben auch Amerika gesagt hat, das soll der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein. Nur eine Woche später zieht Joe Biden zurück. Kamala Harris wird Präsidentschaftskandidatin. Der Rücktritt von Joe Biden und natürlich dann auch Kamala Harris, die plötzlich übernommen hat, das war das Momentum, das die Demokratische Partei gebraucht hat. Und wir haben es in den Umfragen gesehen, wie Kamala Harris dann eben auch wieder nach oben geschnellt ist. Für die Demokraten beginnt eine Aufholjagd. Sie nutzen ein Momentum. Harris schafft es, Trump zu überholen. 3 Wochen später treffen die neuen Kontrahenten im TV zum ersten und einzigen Mal aufeinander. Trump sieht die USA verkommen zu einer Nation im Niedergang. Schuld seien die Migranten. In Springfield fressen sie die Hunde der Leute, die hierher gekommen sind. Sie fressen die Katzen, sie fressen die Haustiere der Bewohner. Für die Behauptungen gibt es keine Beweise.
Donald Trumps Energie in diesem Wahlkampf schürt sich daraus aus der Unzufriedenheit von vielen Amerikanerinnen und Amerikanern über den Status quo. Kamala Harris auf der anderen Seite hat eine große Herausforderung. Sie wird Teil als Status quo gesehen. Sie ist Teil der Administration und somit auch wird sie verantwortlich gemacht für viele Dinge, die im Moment nicht gut laufen. Harris attackiert zurück. Donald Trump hat uns die schlimmste Arbeitslosigkeit seit der Großen Depression hinterlassen. Er hinterließ uns die schlimmste Gesundheitsepidemie des Jahrhunderts. Donald Trump hinterließ uns die schlimmste Attacke auf unsere Demokratie. Einen klaren Gewinner aus dem Duell gibt es nicht. Die Demokraten können den hauchdünnen Vorsprung halten. Mitte Oktober treffen gleich zwei Hurricanes die USA und während tausende Amerikaner um ihr Hab und Gut bangen, nutzt Donald Trump das für einen Frontalangriff auf die Regierung. Worst ever, they say. Die schlimmsten Stürme ever und sie haben kein Geld dafür. Wissen Sie, wem sie das Geld gegeben haben? Illegalen Migranten, die hier reingekommen sind. Biden reagiert mit Spott. Auf die Frage, ob er mit Trump im Austausch stehe, sagte er: Are you kidding me? Machen Sie Witze? Und dann an Trump gerichtet: Mr. President Trump, former President Trump. Hast du kein Leben, Mann? Hilf diesen Leuten. Die Hurricanes und vor allem auch die Zerstörung, die danach gekommen ist, könnten Donald Trump helfen, insofern, als dass Donald Trump sagt, Amerika ist im Chaos. Zwei Wochen später kommt es dann tatsächlich zum Wendepunkt. Mit einem minimalen Vorsprung führt Donald Trump die Beliebtheitsumfragen an. Nun zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Harris ab. Und so wird sich diese Jahrhundertwahl in den umkämpften Swing States entscheiden. Diese historisch und in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche US-Präsidentschaftswahl möchten wir jetzt weiter analysieren mit der Journalistin Anne McElvoy von Politico und mit Eric Kirschbaum von der Los Angeles Times. Hi. Wir haben es gehört, die Umfragen sind ganz, ganz knapp. Es ist eigentlich schwer seriös, irgendwas vorherzusagen. Aber wenn ich euch jetzt zwingen würde, $50 mit mir zu wetten, auf welchen der beiden Kandidaten würdet ihr setzen? Eric. Ich will nicht wetten, aber ich glaube, Kamala hat momentan ganz gute Chancen. Sie muss nur diese drei Northern Swing States gewinnen, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Da hat Biden auch gewonnen. Ich glaube, der Ball liegt bei ihr momentan, hat ein bisschen Momentum. Wenn ich wetten musste, würde ich auf Kamala setzen, aber nicht viel Geld drauf. Okay, Anne, wie sieht's bei also, dir aus? Also, Jan-Philipp, wenn du mich zwingst, weil ich mag eigentlich kein Wetter abschließen. Ja? Ich finde, man bringt immer die eigenen Prämissen oder Ängste oder Hoffnungen mit. Also lieber nicht, aber ja, nur für dich, dann würde ich sagen, Harris jetzt auf nationaler Ebene, wie Eric sagt, da hat vielleicht die bessere Dynamik. Aber ich bin nicht so sicher, dass es zum Beispiel in diesen Swing States die entscheidende Rolle spielt. Zum Beispiel in Pennsylvania, es gibt ja auch Umfragen, wo sie deutlich hinten liegt. Also insofern, national und Swing States sind zwei verschiedene Sachen. Das würden wir wirklich nur morgen erfahren, was dabei rauskommt. Okay, also ich bin auch ein bisschen skeptischer, was Harris angeht, weil ja für viele Amerikaner die Themen Wirtschaft und Immigration so wichtig sind. Und da in den Umfragen zeigt sich, dass viele Trump da mehr Kompetenz zutrauen. Aber wir werden sehen. Wir können ja bis morgen noch mal unsere Wette erneuern. Zunächst noch eine andere Frage. Es gab ja einen regelrechten Hype um Harris in den Medien, vor allen Dingen auch in Deutschland. Aber seit ihrem Nominierungsparteitag ist das so ein bisschen zurückgegangen. Sie konnte sich ja in den Umfragen nicht richtig deutlich absetzen. Wie erklärt ihr euch das? Ich sehe das so, ich war da auch auf DNC, da hat sie diesen großen Auftritt gemacht, da ist die neue Kandidaten, dieser Neuanfang nach Joe Biden. Aber danach hat sie eigentlich sehr wenig von sich selbst gebracht. Sie hat nicht gesagt, das ist meine Politik, ich mache das anders, ich mache das und das anders als Joe Biden. Nein, sie hat das mehr, glaube ich, als einen Kampf gegen Donald Trump gesehen. Und jetzt muss sie jetzt in dieser Endphase, sie kommt auf das Thema Freude zurück und Optimismus. Aber eigentlich hat sie das immer auch ihr Ängste geschürt. Ja, wenn Donald Trump kommt, dann ist es ein Albtraum für die Welt. Das ist ein Albtraum für die USA, was es gut sein kann. Aber für mich ist es interessant, dass Donald Trump ist immer noch prägt das Weltbild der Demokraten. Wenn sie an die Macht kommt, dann wird man sehen, was sie dann macht. Aber sie hat das wirklich nicht so klargestellt. Und für viele Wähler ist es, glaube ich, eine Lücke. Ja, manche Kritiker sagen, es fehlt Harris an Substanz. Eric, siehst du das auch so? Ja, sie hat wirklich mit vieler Freude begonnen. Das war überraschend nach dem Biden-Zeit. Man hat wirklich auf sie gehofft, viele Hoffnungen in sie reingesteckt, aber sie hat sich wirklich nicht weiterentwickelt. Sie blieb bei Debates und so, CNN Town Hall, Fragen schuldig. Es gab ganz einfache Frage von Schuler, die sie nicht geantwortet hat, so vage Antworten. Und das kam bei den Wählern nicht so gut an. Und ich glaube, sie hat eigentlich eine Eigentour gemacht, indem sie sich nicht weiterentwickelt hat. Und das hat sich dann ein bisschen gerecht. Aber jetzt hier am Ende
hat sie wieder diese optimistische Tenor getroffen, Melodie getroffen. Und das kommt vielleicht hier ganz gut an. Pennsylvania übrigens, die wir bringen, beide Politiker bringen den ganzen Tag in Pennsylvania. Man sieht, wie wichtig es ist. Auch interessant für mich ist, dass Trump heute in North Carolina Zeit verbringt. North Carolina ist sicher republikanisch gewesen die letzte Zeit. Und er weiß irgendwie, dass North Carolina vielleicht in Gefahr ist, dass er einen Teil der letzten Tage in North Carolina verbringt. Das ist für mich interessant. Das ist ein Indiz, dass die leichte Panik vielleicht haben. Ja. Wo wir gerade bei Panik sind, ich habe den 6. Januar, den Sturm aufs Kapitol damals hier in Washington, miterlebt und habe jetzt gestern beobachtet, dass manche Schaufenster hier schon wieder verbarrikadiert werden mit Brettern, weil es viele Ladenbesitzer gibt, die Ausschreitungen fürchten rund um diese Wahl. Wie groß haltet ihr diese Gefahr? Als Amerikaner bin ich optimistisch, dass die meisten Leute, die Institutionen wollen keine Gewalt, die wollen das akzeptieren. Man sieht und liest viele Republikaner, die wollen sagen, wir müssen das akzeptieren. Ich glaube, es ist nur eine kleine Minderheit von gewaltbereiten Leuten. Und ich bin optimistisch, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Ich glaube, das System ist jetzt besser vorbereitet und darauf gefasst, dass dass man das vermeidet. Und man muss ja auch denken, dass Trump nicht mehr an der Macht ist. Ja, das letzte Mal, da hatte dieser 4 Jahre in der Macht hinter sich, hatte viel mehr Hebel sozusagen, den er drücken konnte, um das. Und jetzt ist er so ein bisschen älter und ich glaube, das System ist besser auf ihn gefasst, dass das nicht kommt. Aber juristische Anfechtung könnte es dann sehr gut geben. Gewalt ist nicht so meine Befürchtung, ich hoffe es nicht, aber mehr so, dass es dann hart auf hart kommt und dass Trump in der Nacht sagt, ich habe gewonnen und dass er darauf beharrt und dass er dann nicht sagt, okay, Harris hat gewonnen, wenn es so kommt. Das könnte sein, dass wir nicht schon am Mittwoch wissen, wer hinter uns im Weißen Haus anzieht, sondern dass sich das noch ein paar Tage hinzieht. Okay, fest steht, wir werden die Wahlnacht hier zusammen verbringen. Ich freue mich sehr darauf, auf eure Einschätzung und ja. Das wird spannend. Und auf welche 7 sogenannten Swing States Sie in der Wahlnacht besonders achten sollten und wann mit den ersten Ergebnissen zu rechnen sein wird, fasst Valentin Weimer für Sie zusammen. Vorhang auf zur wichtigsten Wahl der Welt. Rund 250 Millionen US-Amerikaner dürfen entscheiden, wer das mächtigste Land in Zukunft anführen soll. Kamala Harris oder Donald Trump. Im US-Wahlsystem geht es nicht darum, wer insgesamt mehr Stimmen bekommt, sondern wer die Mehrheit der Wahlmänner in den 50 Staaten holt. Weil der Ausgang in den meisten schon vorher klar ist, entscheidet sich die gesamte Wahl in den folgenden 7 Staaten, den berühmten Swing States. North Carolina, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada und vor allem Pennsylvania. Die Aufmerksamkeit auch der beiden Kampagnen von Trump und von Harris und auch die mediale Öffentlichkeit sehr stark jetzt in den letzten Tagen vor den Wahlen auf den Bundesstaat Pennsylvania, der ehemals stark industrialisierter Bundesstaat, deswegen Teil dieses sogenannten Rust Belts, der als besonders wichtig gilt, auch deshalb, weil er relativ bevölkerungsreich ist und weil er viele Stimmen im sogenannten Electoral College, also im Wahlleutegremium, bringt. So wie hier Joe Biden in Delaware haben rund 50 Millionen Amerikaner bereits gewählt. In vielen US-Staaten kann man neben der Briefwahl schon seit Wochen an die Urne. Die meisten US-Bürger warten aber auf den Wahltag. 6 Zeitzonen gibt es in den USA. An der Ostküste öffnen am Dienstag um 12 Uhr mittags deutscher Zeit die ersten Wahllokale. Um 6 Uhr morgens schließen mittwochs in Alaska und Hawaii die letzten. Eigentlich sollte das Ergebnis am Mittwochmorgen feststehen. Wenn es wirklich um einige Tausend oder 10.000 Stimmen geht, wie das ja auch 2020 in einigen Bundesstaaten wie Michigan oder Georgia der Fall war, dann wird es natürlich auch ein juristisches Tauziehen geben. Und dann kann es tatsächlich noch einige Zeit, ja, theoretisch mehrere Wochen dauern, bis dann wirklich klar ist, wer die Wahlen gewonnen hat. Rund 11 Wochen ist Joe Biden noch im Amt. Am 20. Januar wird er dann offiziell abgelöst. In den USA ist alles bereit für den neuen 47. Präsidenten. Nur eine Frage ist noch offen. Wer wird es? Von den 7 Swing States, die diese Präsidentschaftswahl entscheiden werden, gilt Pennsylvania als der große Preis. Denn dort gibt es 19 Wahlmännerstimmen zu holen, so viele wie in keinem anderen Swing State. Deshalb sagen viele Beobachter, wer Pennsylvania gewinnt, erobert das Weiße Haus. Schalten wir also nach Pennsylvania in den Ort Reading zu unserem Reporter Ibrahim Naber. Ibrahim, du bist jetzt seit einigen Tagen in Pennsylvania schon unterwegs, hast mit ganz vielen Menschen dort gesprochen. Welche Themen sind den Leuten dort am wichtigsten für ihre Wahlentscheidung?
Ja, wie umkämpft und wie knapp auch dieses Rennen hier in Pennsylvania ist, zeigt sich allein daran, dass sowohl Harris als auch Trump mehrere ihrer letzten Stationen hier in Pennsylvania abhalten. Die Themen, die du ansprichst, das ist ganz interessant. Es gibt das eine große Thema, das parteiübergreifend dominiert, das ist die Wirtschaft. In allen Gesprächen, die ich in den vergangenen Tagen auch hier hatte, sagen mir die Menschen, dass sie den Eindruck haben, dass sie das Gefühl haben, dass am Ende des Monats immer weniger übrig bleibt, vor allem aufgrund der Inflation. Die Republikaner beschreiben mir vor allem oft ein Gefühl des Kontrollverlustes. Viele beklagen, dass immer mehr Flüchtlinge ins Land kommen. Sie haben den Eindruck, und das finden sie nicht gut, dass das Land immer diverser, immer woker wird. Auf der anderen Seite, und das zeigt sich vor allem auch in Städten, in progressiven Städten wie Philadelphia, gibt es eben viele Demokraten, die dieser Lebensstil genau wichtig ist. Und sie haben eben Angst, dass unter Trump es zu einer Beschneidung zum Beispiel der Abtreibungsrechte kommen könnte, was ja auch eines der zentralen Themen hier ist. Es ist extrem eng und ich wage aktuell noch keine große Prognose. Ja, du hast es gesagt, Ibrahim, im Durchschnitt aller Umfragen liegen Donald Trump und Kamala Harris so dicht beieinander, dass es zu knapp ist, um zu sagen, wer von beiden in Führung ist in Pennsylvania. Too close to call, sagen die Amerikaner dazu. Was sagt dir denn dein Bauchgefühl? Wer wird Pennsylvania gewinnen? Also ich glaube, wenn es die Demokraten schaffen, ihre Hochburgen, zum Beispiel Philadelphia, die Städte, das urbane Milieu, wenn sie schaffen, die zu mobilisieren, dann haben sie gute Chancen. Die Message, die Botschaft, die ja gesendet wird, die ist in allen Reden, zum Beispiel auch bei Barack Obama, den ich vor wenigen Tagen noch mal gesehen habe, wählt uns, um das Schlimmste, und damit meinen sie Trump, zu verhindern. Sie sprechen eigentlich fast nie über eigene Inhalte. Es geht wirklich sehr viel um diesen Moment der Panik, wählt uns, um das Schlimmste zu verhindern. Wenn das aufgeht, wenn diese Strategie aufgeht, dann können es die Demokraten schaffen. Mein Bauchgefühl, das du angesprochen hast, sagt für Pennsylvania, dass es die Demokraten werden könnten. Ich würde aber kein Geld darauf setzen. Mein Bauchgefühl nach dem Besuch in Michigan war, dass ich den Eindruck hatte, dass vor allem die arabischstämmigen Amerikaner eher zu Trump tendieren und das möglicherweise den Ausschlag geben könnte. Danke, Ibra, nach Pennsylvania, und auch du wirst in der Wahlnacht weiter für uns aus Pennsylvania berichten. Die amerikanische Gesellschaft befindet sich im Umbruch. Im Jahr 2044 werden nicht weiße Bürger erstmals in der Geschichte der USA die Mehrheit darstellen. Und somit werden bestimmte Wählergruppen zunehmend wichtiger. Die Latinos zum Beispiel, die machen heute schon mehr als 36 Millionen Wähler aus. Bisher waren die Latino-Wähler für die Demokraten immer eine sichere Bank, aber immer mehr sagen nun Adios zu Kamala Harris und unterstützen Donald Trump. Und das trotz seiner teilweise migrantenfeindlichen Rhetorik. Wie passt das zusammen und welche Zukunft wünschen sich die Latinos? Alina Quast war im Süden der USA unterwegs und hat mit einigen von ihnen gesprochen. All right, people, make some noise! Für einen Tag kehren die Toten aus dem Jenseits zurück ins Leben. Und es gibt ein rauschendes Fest. In Phoenix in Arizona feiern Familien mit Wurzeln in Lateinamerika den Tag der Toten. Veranstalterin ist Carmen Guerrero. Sie erzählt mir, was sich die Latino-Community für die politische Zukunft des Landes wünscht. Wir möchten unsere Traditionen weiter ausleben, unsere Sprache sprechen und uns ein Leben hier leisten können. Mit wem gelingt das, frage ich Carmen. Obviously the most educated woman. Ganz klar mit der gebildetsten Frau, unserer Vizepräsidentin. Ich denke, sie ist am meisten qualifiziert, allen Amerikanern zu helfen, inklusive uns als People of Color. People of color like us. Zwar führt Harris in Umfragen gerade wieder deutlich bei den Latino-Wählern, aber der Rückhalt der Latino-Wähler für die Demokraten, der bröckelt. Immer mehr wollen für Donald Trump stimmen. Und wenige Stimmen können in diesem knappen Rennen den Unterschied machen.
Zuletzt sorgten allerdings geschmacklose Scherze eines Comedians auf Donald Trumps Bühne für Furore. Viele Latinos reagierten extrem verärgert. Bei anderen, die ich treffe, keine Spur von schwindender Begeisterung. Die Latinos, die früher demokratisch gewählt haben, die wissen jetzt, wenn wir unsere Augen nicht öffnen, werden wir unsere Geldbörsen öffnen. Wir Latinos bezahlen für alles mehr Geld. Wir lieben es, als Familie gutes Essen auf dem Tisch zu haben. Und Trump wird wieder Balance reinbringen. Der republikanische Präsidentschaftskandidat wettert gegen Migranten auf der Bühne. Menschen, die selbst eine Einwanderungsgeschichte haben, jubeln ihm zu. Wie passt das zusammen? Suche nach Erklärungen ganz im Süden der USA an der mexikanischen Grenze. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass die Demokraten wirklich alles getan haben, was sie hätten tun können für die Latinos. Wenn du ihnen nicht zuhörst, musst du den Preis dafür zahlen. Das kannst du nicht immer erst 30 Tage vor der Wahl machen. Ich habe Freunde, die versuchen seit fast 10 Jahren amerikanische Staatsbürger zu werden. Das ist ein langer Prozess. Das, was gerade passiert, ist, dass die illegalen Migranten die Schlange überspringen dürfen und nach ganz vorne gestellt werden. Donald Trump. Die einen Latinos lieben ihn. Er ist ein direkter Typ. Ich fühle mich mit ihm verbunden. Die anderen hassen ihn. Was ich von Donald Trump denke, ich denke, dass er der größte Witz Amerikas ist. So gehen die Meinungen auseinander. Den einen Latino-Wähler gibt es schließlich nicht. Doch die Stimmen dieser Wählergruppe könnten den Ausschlag geben, ob Kamala Harris oder ob Donald Trump bald im Weißen Haus sitzt. Vertiefen wir das Thema mit Alina Quast, die jetzt in Las Vegas ist. Alina, mehr als 36 Millionen Latinos können in den USA ihre Stimme abgeben. Sie bilden also eine ganz wichtige Wählergruppe. Welche Tendenz für genau diese Gruppe geben denn die neuesten Umfragen her? Ja, die letzten Umfragen, die waren doch etwas durchwachsen, so dass ja das Team von Kamala Harris durchaus etwas Sorgen hatte. Aber die neuesten Umfragen, zumindest die Umfrage der Florida International University, die sieht bei den Latino-Wählern Kamala Harris mit 57% zu 33% vorne, also ein deutlicher Vorsprung. Wenn man da aber auf eine andere Umfrage blickt, beispielsweise der New York Times, ja, die haben herausgefunden, dass jeder 10. Wähler, der noch für Biden gestimmt hat, nun für Donald Trump stimmen möchte. Und solch eine Wählerwanderung, ja, die könnte durchaus auch den Unterschied machen, wenn wir da einmal in den Nachbarstaat von Nevada blicken, in Arizona. Dort hatte Joe Biden mit nur 10.500 Stimmen den Staat blau gefärbt. Also diese wenigen Stimmen, die können einen großen Unterschied in diesem knappen Rennen machen. Es fällt ja auf, dass Donald Trump immer wieder sich migrationskritisch geäußert hat, richtig auch gegen Latinos mal ausgeteilt hat. Trotzdem unterstützen viele ihn immer noch, wie wir hören. Wie erklärst du dir das? Ist das nicht irgendwie paradox? Würde man erst mal meinen, und danach habe ich auch gefragt, aber ich glaube, viele fühlen sich einfach nicht angesprochen, wie ich auch in den Gesprächen erfahren habe. Wir haben es im Beitrag gehört. Viele, die sind legal hergekommen, deren Familien sind legal hergekommen. Das war ein langer Prozess. Sie sind jetzt amerikanische Staatsbürger. Und jetzt haben sie zumindest das Gefühl, dass andere ja die Schlange überspringen dürfen und auf einmal ganz vorne stehen. Das finden viele nicht fair und deswegen wollen viele eine andere Grenzpolitik. Wobei man aber dazu sagen muss, dass Donald Trump, ich war gerade selbst auf einer Bühne, auf einer Rallye hier in Las Vegas, ja nicht nur austeilt gegen illegale Migranten. Nein, er spricht immer von einer Invasion von Migranten an der Grenze. Er spricht davon, dass Migranten ja das Blut von Amerika vergiften. Und wenn wir uns erinnern an seine Geschichte, dass in Springfield, Ohio, dort Migranten, Haitianer, um genau zu sein, Katzen und Hunde essen. Nun, die Haitianer dort in Springfield, Ohio, die sind legal. Egal dort. Nun versuchte Kamala Harris ja Boden wieder wettzumachen bei einigen Latino-Männern, denn vor allem die fühlen sich eher zu Donald Trump hingezogen, sie fühlen sich von ihm besser vertreten. Er ist ein Mann der klaren Worte, er ist ein Mann, der Respekt einfordert, und Kamala Harris setzt vor allem darauf, diese Latino-Männer noch zurückzugewinnen, hat dabei unter anderem Ruben Gallego mit dabei, also einer, der selbst hispanischen Background hat, und tourt so durch die Swing State, nennt diese Tour Hombres con Harris.
Alina, danke für deine Sichtweisen aus dem wichtigen Swing State Nevada. Liebe Grüße nach Las Vegas. Und welche Themen den Wahlkampf Endspurt noch geprägt haben, hat unser USA-Korrespondent Michael Wüllenweber in seinem Wochenüberblick für Sie zusammengefasst. Montag, der Fallout von Trumps Madison Square Garden Rallye beherrscht die Diskussion. Weil am Vorabend on stage Puerto Rico als schwimmende Müllinsel diffamiert wurde, kommt Trump unter Druck. In den USA leben 6 Millionen stimmberechtigte Puerto Ricaner. In Pennsylvania könnten sie das Zünglein an der Waage sein. Dienstag, Harris' großer Auftritt in Washington. Rund 75.000 Anhänger sollen gekommen sein, ein symbolischer Ort. Vor fast 4 Jahren schickte von hier Donald Trump seine Anhänger los zum Sturm auf das Kapitol. Harris will die Brücke schlagen, versucht zu versöhnen. Anders als Donald Trump glaube ich nicht, dass die, die mir nicht zustimmen, meine Feinde sind. Er will sie in den Knast stecken. Ich will ihnen einen Platz am Tisch geben. Dumm nur, dass plötzlich Präsident Joe Biden die Anhänger Trumps als Müll bezeichnet. Biden crasht den Harris-Wahlkampf. Jetzt steht Müllgate gegen Müllgate. Mittwoch. Donald Trump verwandelt die Biden-Vorlage. Medienwirksam inszeniert er sich mit Müllmann-Weste und klettert etwas mühsam in eine Wahlkampf-Müllkutsche. Kamala und Joe nennen uns Müll. Für mich seid ihr das Herz und die Seele Amerikas. Das Herz und die Seele. Harris kommt im Müllstreit in die Defensive. Ich lehne jegliche Kritik an Menschen ab, die sich daran orientiert, wen sie wählen. Joe Biden hat ihr einen Bärendienst erwiesen. Donnerstag. Donald Trump sorgt wieder mal für Empörung. In einem Interview schwadroniert Trump über die Exekution seiner erzkonservativen Parteifeindin Liz Cheney. Sie ist ein Kriegsfalke. Wir sollten sie mit einer Flinte bewaffnet 9 auf sie schießenden Gewehren gegenüberstellen. Der Mann, selbst Opfer eines Attentatsversuchs, ergründet neue Wahlkampftiefen. Grund für die Hassattacke: Liz Cheney macht für Harris Wahlkampf. Freitag. In einem Tweet schlägt Cheney zurück. Sowas zeigt, wie Diktatoren freie Nationen zerstören. Sie bedrohen ihre Gegner mit dem Tod. Gut für Trump aber das. Der Arbeitsmarkt schwächelt, deutlich weniger Jobs mehr im Oktober als erwartet. Das spielt ihm in die Karten. Brutal. Nur 12.000 mehr. Es sollten über 100.000 sein, mokiert sich Trump. Für Harris ein Schlag ins Konto. Und die Autobiografie Melania der Trump-Gattin ist nun Number One bei Amazon. Trump jubelt. Anders, seine Truth Social-Aktie verliert schon 3 Tage in Folge. Bekommen die Investoren kalte Füße, weil Harris Boden gut macht? Samstag. Ihre Wahlkampfwege kreuzen sich. Ihre beiden Flieger müssen nebeneinander in North Carolina parken. Damit ist es aber auch schon genug der Gemeinsamkeiten. Und plötzlich liegt Harris in einem roten Staat vorne, in Iowa. Den Staat hatte Trump 2-mal hoch gewonnen. Grund aber für gute Laune. In der Late-Night-Show der USA legt Kamala Harris einen Überraschungsauftritt hin. Lustiges Blödeln, wirkt sympathisch, hilft das aber? Sonntag, Trump ist zurück mit gleich 2 Fauxpas nach Ladehemmungen am Samstag. Er hätte niemals aus dem Weißen Haus weichen dürfen. Man hätte ihn dann auch nicht herausbekommen. Und dann noch das. Vor mir ist dieses Panzerglas und dort drüben sind die Fake News. Um mich zu erwischen, müsste man durch die Fake News schießen. To get me, somebody would have to shoot through the fake news. Das ist mir aber egal. Das macht mir überhaupt nichts aus. I don't mind. Das kann man auf den Rängen witzig finden, die sogenannten Fake News Medien aber wohl kaum. Eine Entgleisung reiht sich an die andere. Und klar dennoch, auf wessen Konto zahlt das ein? Das war der Weltblick auf Amerika für den Moment. Wir behalten das Weiße Haus hinter uns natürlich weiterhin fest für Sie im Blick und werden Sie in der Wahlnacht und am Tag darauf rund um die Uhr über die aktuellen Entwicklungen informieren und die Ergebnisse für Sie analysieren.
Bleiben Sie bei dieser wahrscheinlich spannendsten US-Wahl aller Zeiten gerne bei uns.